Und jetzt kommt das Thema, was alles abrundet eigentlich, und das ist die Gnade. Sehr spannend, weil Gnade ist meiner Meinung nach das wahrscheinlich häufigsten gebrauchte Wort im Christentum und gleichzeitig das am wahrscheinlich wenigst verstandene Wort im Herzen der Menschen. Ich selbst bin noch auf der Reise, mehr und mehr zu verstehen, einfach was Gnade bedeutet. Das hat eine Tiefe, dass man einfach den menschlichen Verstand übersteigt. Und ich denke, dass ich auch mein Leben lang noch unterwegs sein werde, wir alle, um ganz in die Tiefe zu verstehen, was Gnade ist. Und ich hoffe, dass einfach ich heute so ein paar Dinge antipsen kann, die dann einfach noch tiefer, ein paar Steine ins Rollen bringen, dass wir alle noch tiefer in tiefere Dimensionen weitergehen auf dieser Reise, zu verstehen, was Gnade ist. Ich möchte anfangen einfach mit einer kleinen Geschichte. Und zwar gab es einen jungen Mann, der ist auch auf eine Reise gegangen und hat aber ein weit unehrenhafteres Ziel, als ja, herauszufinden, was Gnade ist. Also sein Ziel war einfach Freude, Spaß am Leben zu haben. Er hatte ganz viel Geld und hatte gesagt, hey, ich will einfach nur machen, was mir Freude macht. Ne? Also Regeln sind mir völlig egal. Hauptsache, ich habe Spaß am Leben. Und der hatte wirklich auch das Geld, um sich konnte alles kaufen, was er wollte, alles, was ihm Spaß macht, das leckerste Essen. Er saß bei den hübschesten Frauen, er hatte einfach ein tolles Leben, wie er sich selbst das vorstellte. Und Regeln waren ihm völlig egal. Also, wenn Dinge besser waren für ihn, dann hat er das gemacht. Und die Dinge waren aber so, dass das war sein Wunsch, dass er so weiterleben konnte, ne? Einfach mit seinem Reichtum daran leben konnte. Aber die Umstände, die hatten diesen Wunsch von ihm nicht geteilt. Und zwar ging es so, dass eine Wirtschaftskrise hereinbrach über das Land und das Geld war futsch. Man hatte Probleme, überhaupt an Nahrungsmittel zu kommen. Und der Mann hat kein Geld mehr gehabt und plötzlich stand er da ohne Geld und ohne Essen. Sein Magen knurrte, war nichts mehr da. Und da hat er gesagt, ja gut, wohl über Ebel muss ich gucken, dass ich an einen Job komme. Ging zum nächsten Bauernhaus und bekam da eine ärmliche Dienstanstellung als ein Schweinehirt. Und als Schweinehirt hat er dann, war er da und er war so hungrig, dass er sogar neidisch war auf die Schweine, was sie da zu essen hatten. Ne? War richtig, richtig in so einem Tiefpunkt, so einer tiefen Depression, ne? So richtiger Ich-Bezogenheit reingefallen. Und an diesem tiefen Punkt hat er echt mal nachgedacht, von wo komme ich eigentlich her? Was habe ich eigentlich gemacht? Ich bin aufgewachsen in einem Vaterhaus mein Vater hat mich geliebt, er hat mir alles gegeben, was ich wollte. Jeder hatte zu essen, selbst der niedrigste Diener, wir hatten alle genug zu essen. Und ich habe gewollt, dass mein Vater am liebsten tot wäre, damit ich das ganze Geld haben kann und einfach machen kann, was ich wollte. Ich habe einfach diese ganze Liebe von meinem Vater mit Füßen getreten und bin weggegangen, habe mir das Geld geschnappt und bin weggegangen. Und da realisierte er sich, also bei diesen Gedanken, da kamen ihm richtig die Tränen. Also zog sich das Herz zusammen und hat gesagt, also selbst wenn ich jetzt zurückgehe zu meinem Vater, da geht es mir dann besser als jetzt hier bei den Schweinen, wo ich noch nicht mal das Futter von den Schweinen essen kann, weil mir so hungrig ist. Und dann ging er dann hängenden Kopfs wieder zurück zu seinem Vater, hat die Entscheidung getroffen, umzukehren. Und das Haus war noch ganz weit weg und schon sah er da eine Gestalt auf sich zurennen. Das war der Vater. Und der Vater rannte auf ihn zu und umarmte ihn und küsste ihn. Und das war richtig baff, der Sohn, der war richtig baff und sagte, ich verdiene es gar nicht mehr, dein Sohn zu sein. Ich möchte gerne als Knecht einfach bei dir arbeiten und dadurch meinen Lebensunterhalt verdienen. Aber der Vater, der hat das nicht, hatte gar nicht die Worte vom Sohn beachtet. Der hat gesagt, hey komm, gib ihm die besten Kleider, mach ihm das beste Essen. Schnachtete das beste Kalb, das wir Festessen haben können. Und als Krönung vom Ganzen gab er ihm noch einen Ring, sodass er wieder sagte, das ist mein Sohn. Mein Sohn ist wieder zurückgekommen und ist wieder am Leben. Die meisten von uns kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn, die eigentlich eher
der verrückte Vater heißen soll, weil das Besondere an der Geschichte ist weniger der Sohn als der Vater, wie er reagiert. Und das ist echt bemerkenswert, wie der Vater reagiert. Und wir können uns alle in diesem Gleichnis wiederfinden, egal was wir gemacht haben. Wir als Stelle von, in der Stelle von dem Sohn und Gott in der Stelle von dem Vater. Und deutlich wird, genauso wie der Sohn, dass wir es gar nicht mehr wert sind. Wir sind es nicht wert, um der Sohn zu sein vom Vater. Wir sind es nicht mehr wert. Es steht in der Bibel Römer 3, Vers 12, sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und ich will ganz ehrlich sein, so klar das auch klingen mag, du bist es nicht wert, ein Kind Gottes zu sein. Du bist es nicht wert. Jetzt kommt aber das Riesen-Aber. Aber, schauen wir uns die Reaktion vom Vater an. Der Vater beachtet die Worte vom Sohn nicht einmal. Der sagt, ich bin es nicht wert. Er beachtet es nicht. Sondern er sagt, hey, du bist wieder mein Sohn. Ich gebe dir Kleidung, ich mache dir völlig neu, ich gebe dir einen Ring, der wieder beweist, dass du mein Sohn bist, weil du bist umgekehrt. Du bist es aus eigener Kraft, bist du es nicht wert, aber Gott hat dir diesen Wert geschenkt. Er hat ihn dir wieder geschenkt. Und das ist Gnade. Ich habe eine Definition herausgefunden. Gnade ist eine kostenlose, unverdiente Gunst Gottes für Leute, die sie nicht verdienen. Und es ist ganz deutlich, wir verdienen das nicht. Es ist ein Geschenk. Aber dieses Geschenk hat echt besondere Eigenschaften. Da werden wir nachher noch, werde ich da noch was dazu sagen. Was genial ist, eine besondere Eigenschaft. Also, dass du ein Kind von Gott sein darfst, ist das größte Geschenk überhaupt in der Geschichte. Das ist das größte Wunder überhaupt. Und als du umgekehrt bist, als du dich bekehrt hast, dann hat Gott dich auf dieselbe Weise willkommen geheißen wie der Vater den Sohn in dem Gleichnis. Er hat dir neue Kleidung gegeben. Er hat dir eine Identität gegeben, wie wir gehört haben. Er hat dich in seinen Arm genommen, geküsst und ein Fest veranstaltet. Und er hat die Sohnschaft mit dem Heiligen Geist besiegelt, der Ring. Deine Sohnschaft ist mit dem Heiligen Geist besiegelt. Ich habe im Internet eine Aussage von Max Lucado gefunden, der in einem Interview sagt, Gnade ist die beste, Gottes beste Idee. Es ist seine Entscheidung, Menschen durch Liebe zu begegnen, leidenschaftlich zu retten und gerecht wiederherzustellen. Und ich möchte einfach diese Punkte, die Max Lucado da sagt, einzeln durchgehen. Also nochmal, Gnade ist Gottes beste Idee. Es ist seine Entscheidung, Menschen durch Liebe zu begegnen, leidenschaftlich zu retten und gerecht wiederherzustellen. Also erstens, Gott ist dir durch Gnade in Liebe begegnet. Diese Liebesgeschichte, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und für uns gestorben ist, zur Sünde geworden ist und Krankheiten und all das getragen hat für uns, damit wir wieder in diese Sohnschaft hineinkommen können. Das wird immer so sehr mein Herz berühren, diese Liebesgeschichte, die Gott in Gang gesetzt hat. Dass Gott sich, obwohl wir so in Sünde verstrickt waren, auf den Weg gemacht hat und für uns gestorben ist, damit wir wieder seine Kinder heißen können, das ist unglaublich. Und das Krasse ist, wir waren es in dem Moment absolut nicht wert. Er ist uns einfach an dem tiefsten Punkt der Sünde begegnet, in der Dunkelheit, und hat uns da herausgeholt, hat uns gepackt und in das Reich des Lichtes, in das Reich seines Sohnes, der Liebe hineinversetzt. Und das ist die größte Umwandlung, das ist Gnade. Das war Gottes Initiative. Gott hat das gemacht, nicht du. Gott hat das gemacht und deswegen hängt es auch an Gott, dieses Geschenk. Ist von Gott abhängig, weil es seine Initiative war. Wir haben nur dieses Geschenk annehmen müssen. Und genauso wie Gott
wie dieser Vater dem Sohn begegnet ist, so begegnet Gott uns auch tagtäglich heute noch, dass er uns in den Arm nimmt, küsst und einfach als seinen Sohn proklamiert auch. Er sagt, du bist mein Kind. Ich habe dazu zwei Bibelverse, einmal Kolosser 1, 13 bis 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Er selbst aber, der Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Das ist echt krass. Der zweite Punkt, du bist aus Gnade leidenschaftlich gerettet. Eines der schlimmsten Fehler, die wir als Christen machen können, ist zu glauben, dass wir uns Gottes Gunst erarbeiten können. Das hat so viel kaputt gemacht. Dass Menschen, oder das ist einfach, das sind Lügen, die uns der Teufel immer wieder in den Kopf bringt, immer wieder reinbringt. Aber wir können uns Gottes Gunst nicht erarbeiten, weil es ein Geschenk ist. Und jeder, der noch so denkt wie der Sohn, dass er sagt, hey, ich will als Knecht arbeiten, ich will mir die ganzen Sachen erarbeiten. Jeder, der so denkt, der hat nicht verstanden, was der Unterschied ist zwischen einem Geschenk und einem gekauften Artikel. Einfach um das klar zu machen, ein Geschenk, also ein gekaufter Artikel, den hast du selbst gekauft. Aber ein Geschenk hat jemand anders gekauft für dich. Und das ist wirklich, Jesus hat den Preis bezahlt. Und wir brauchen nichts mehr hinzuzufügen. Dieser leidenschaftlichen Liebe kann man nichts mehr hinzufügen. Und das ist unglaublich. Das ist einfach das Krasseste überhaupt. Derjenige, der erkennt, dass er aus eigenen Werken vor Gott nicht bestehen kann, sich in diesem Wissen demütigt und sein Vertrauen auf Gott setzt, öffnet sein Herz für die Fülle an Gnade, die für ihn bereitgestellt ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir müssen immer wieder überprüfen, ob das wirklich auch in allen Bereichen umgesetzt ist. Dass wir, derjenige, der erkennt, dass er aus eigenen Werken vor Gott nicht bestehen kann und sich in diesem Wissen demütigt und sein Vertrauen auf Gott setzt, der öffnet sein Herz für die Fülle an Gnade, die für ihn bereitgestellt ist. Es liegt nicht an uns. Gnade ist ein Geschenk. Das hat Jesus für uns bezahlt. Das Einzige, was wir machen brauchen, ist es anzunehmen. Und das ist so herrlich. Und solange wir einfach in diesem Wissen, in diesem Vertrauen auf Gott beruhen und genau wissen, dass es nicht unsere Kraft ist, sondern ein Geschenk von Gott, in diesem Wissen können wir einfach daraus schöpfen, aus dieser Gnade, die für uns da bereitgestellt ist. Ein paar Bibelverse dazu, Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Römer 11, Vers 6. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht nur um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Ganz krass sieht man das auch im Galaterbrief, wo Paulus sagt, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Und das ist wirklich eine harte Sache, und ich sagte, hat das ja anfangs gesagt, das ist eines der schlimmsten Fehler, die man machen kann. Zu glauben, dass man durch eigene Werke Gottes Gunst erarbeiten kann. Weil Paulus sagt es hier ganz deutlich, jemand, der so denkt, ist aus der Gnade gefallen. Weil du denkst, du kannst es dir erarbeiten, und einfach, wenn du dir Dinge erarbeitest, dann ist es kein Geschenk mehr. Und Gnade ist das Geschenk. Und es ist so wichtig, dass wir das wertschätzen, dass wir darin bleiben und einfach wissen, krass.
Und das bringt einfach so eine Dankbarkeit hervor, so eine Freude und so ein Wissen, es ist auch gar nicht abhängig von mir. Ich kann nichts daran tun, dass diese Gnade weggeht, weil es ein Geschenk ist. Nächster Punkt, durch Gnade gerecht wiederhergestellt. Und das ist so eins der schönsten Aspekte von Gnade, ist die Wiederherstellung. Häufig, also bei vielen Predigten merke ich teilweise, dass dieser Punkt gar nicht erst dabei ist, was ich sehr traurig finde, weil ich denke, das bringt das Ganze zur Veränderung. Denn ohne den Aspekt der Wiederherstellung wäre das Gnadenwerk nicht vollständig. In dem Gleichnis von dem Sohn und dem Vater sehen wir, dass der Vater dem Sohn einen Ring gibt. Und das war in den damaligen Zeiten, ist der Ring das Zeichen, du bist wieder in diese Sohnschaft eingesetzt, du bist in einer Autoritätsposition, du bist befähigt, auch Befehle zu geben und Dienern zu sagen, mach mal dies, mach mal das. Du bist in der Position wieder als Sohn eingesetzt. Und im Geistlichen ist dieser Ring, es ist der Heilige Geist. Gott, der sagt, ich gebe dir den Heiligen Geist, ich besiegel damit deine Sohnschaft. Und dann ist es der Heilige Geist, der unserem Geist ständig Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und es ist so herrlich, weil wir jetzt dadurch in die Autoritätsposition gekommen sind, um als Kinder Gottes in der Welt zu agieren. Gnade ist nicht nur, du bist errettet, bums, sondern du bist auch befähigt, um jetzt den Willen Gottes zu tun. Du hast die Fähigkeiten bekommen, du kannst es. Und das ist einfach herrlich. Gnade ist demnach kein Freifahrtschein, um einfach weiter in der Sünde zu verharren, sondern es ist deine Befähigung, um den Willen Gottes gemäß zu leben. Gnade setzt dich in eine Position, dass du es kannst. Dass das Mäß von seinen fähig ist, nicht mehr in diese Sünde hineinzufallen, sondern dass du es kannst, um voller Liebe zu sprudeln, um herauszugehen und das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Es befähigt dich. Und das ist so schön, weil der Siegelring, der Heilige Geist, wird auch bezeichnet als dein Lehrmeister. Das heißt, du hast den besten Lehrer an deiner Seite, den es gibt. Amen. Der dir zeigt, hey, guck mal, in dieser Situation, was du machen kannst oder dir die Dinge beibringst, wenn du das Wort liest, dass du ihn fragen kannst, was bedeutet das? Ich möchte es gerne lernen. Und damit wirst du immer mehr in diesen Zustand gebracht, dass du fähig bist, so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat. Um nicht mehr im Fleisch zu verharren, sondern nach dem Geist zu leben. Und das ist herrlich. Also mit Gott an deiner Seite ist es nicht so schwer, weil du hast den besten Lehrmeister an deiner Seite, den es gibt. Da haben wir dann ein paar Bibelverse, 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Also ganz krass, Paulus sagt, es ist die Gnade, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Die Gnade hat mich wiederhergestellt, hat mich in diese Position hineingestellt, in diese Autoritätsposition, dass ich jetzt bin, wer ich bin. Und dass ich jetzt fähig bin zu arbeiten. Er sagt sogar, nicht ich habe gearbeitet, sondern die Gnade Gottes hat gearbeitet. Also es ist ganz stark, um da einfach mal tiefer reinzugehen und zu verstehen, weil es ist nicht einfach nur ein Errettetsein. Dieses Wiederherstellungswerk ist ganz stark, was die Gnade tut in uns. 2. Korinther 8, 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem allzeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Dann ein ganz starker Vers, Titus 2, Vers 11. Das war für mich mal ein Eye-Opener. Ich habe das gelesen und habe gedacht, krass, so habe ich die Gnade noch nie gesehen. Ganz stark, denn die Gnade Gottes ist erschienen,
die heilbringend ist für alle Menschen. Also die Gnade Gottes ist heilbringend. Das bringt uns Errettung, dass wir wieder vollkommen wiederhergestellt sind. Das Zweite, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Also Gottes Gnade ist etwas, was uns in Zucht nimmt, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der Weltzeit. Ganz stark. Es bringt uns in diesen Zustand, dass wir es können. Es macht uns fähig. Und das ist so schön, weil dieses Geschenk beinhaltet, dass wir auch die Fähigkeit haben. Hebräer 12, Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir, Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Also, Gnade ist eine Fülle an Geschenken, die für uns bereit liegen. Wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben ein Geschenk vor uns, dann brauchen wir Werkzeug, um dieses Geschenk auszupacken. Entweder es ist eine Schere oder ganz unorthodox reißen wir das mit unseren Händen auf. Wie auch immer, wir brauchen irgendwas, um dieses Geschenk zu öffnen. Und im Geistlichen ist dieses Werkzeug der Glaube. Dass wir im Glauben die Dinge ergreifen, die Gnade, die Geschenke, die für uns bereitgelegt sind. Das heißt, es ist eine Verbindung zwischen Gnade und Glaube, die da ist, dass wir packen die Dinge, dass wir sagen, ja, ich bin gerecht. Amen. Ja, ich bin ein Kind von Gott. Ich greife das für mich. Ich glaube das und ich gehe damit vorwärts. Amen. Und ich glaube, dass ich das nicht mehr aus eigenen Werken machen muss. Ich glaube, dass Jesus das vollständige Werk schon verbracht hat. Und das ist etwas, womit du das packst, womit du das greifbar machst. Ja, Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, dass es nicht aus euch, sondern Gott der Gabe ist. Und auf all diese Themen kann man natürlich noch viel tiefer eingehen, wie ich schon also anfangs gesagt habe, dieses Thema ist so tief, Gnade, dass wir wahrscheinlich bis ans Lebensende noch drin wandeln werden und wachsen werden, zu verstehen, was Gott eigentlich wirklich an Geschenken alles für uns vorbereitet hat. Und es ist unglaublich. Ich mag euch einfach alle zu ermutigen, um dieser Gnade schwimmen zu gehen und da richtig einzutauchen, weil es was Befreiendes ist. Es nimmt uns jeglichen Stress, wenn wir wirklich verstehen, was dieses Geschenk beinhaltet. Dass wir da nicht mehr aus eigener Kraft irgendwas tun brauchen, sondern dieses Geschenk für uns da ist, für uns angenommen ist, uns gehört und wir schon sogar befähigt sind, um dahin weiterzugehen und da reinzutreten und darin zu leben. Und dass wir dann einfach nur noch herausgehen und greifen aus dieser Fülle von Gnade und sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes. Wie Liebe, dass ich die Liebe packe und nehme und weitergebe. Weil es macht so, nichts macht mehr Freude, also für mich als Kind, ich habe da immer Spaß dran gehabt, um Geschenke zu machen für andere. Also für meine, wir haben Sinterklaas gefeiert, das ist im Holländischen ein bisschen mehr üblich als im Deutschen. Max Lucado. Gnade ist Gottes beste Idee. Es ist eine Entscheidung, Menschen durch Liebe zu begegnen, leidenschaftlich zu retten und gerecht wiederherzustellen. Amen. 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 Amen.